Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 20. August. Heute dabei Skype, Amazon, Netflix, Google und Tesla. Beginnen tun wir mit Skype. Die testen gerade ein neues Feature mit ein paar Nutzern und das ist ein SMS-Feature. Also ihr könnt SMS von einem PC oder einem Mac zu einem Android-Phone schicken. Das wird gerade getestet. Vom iPhone ist erstmal nicht die Rede. Ich denke aber, wenn das funktioniert, sollte das auch kommen, denn als Nutzer weiß man ja nicht, wer ist auf der anderen Seite und was für ein Gerät benutzt der. Und ich erwarte ja, dass dann meine SMS natürlich entsprechend ankommt. Also, das ist gerade im Test und wir werden uns dazu melden hier im Geek Talk Daily, wenn es was Neues gibt und das Feature für alle freigeschaltet ist. Amazon, die sind anscheinend gerade dabei, eine Kinokette zu kaufen. Ja, die Kinokette Landmark Theatres in Amerika, die hat 50 Locations und die spielen eigentlich hauptsächlich auch, also mit Fokus auf unabhängige Filme und ausländische Filme. Die stehen zum Verkauf und Amazon ist anscheinend bei den Bietern dabei. Und selber sagen sie noch nichts dazu. Sprich, keine offizielle Bekanntgabe. Aber es wird ja durchaus Sinn machen, dass dann eventuell sogar Amazon Eigenproduktionen für Prime entsprechend vielleicht sogar einen Kinostart in Amerika bekommen. Und das wäre natürlich weitaus einfacher, wenn man eine eigene Kinokette hat. Und es wäre jetzt auch nicht sehr überraschend, denn Amazon hat ja durchaus schon richtige Läden, also keine virtuellen Online-Läden, sondern richtige Läden im echten Leben gekauft, und zwar mit Whole Foods. Das ist ja eine Supermarktkette und das hat ja auch Sinn gemacht, gerade mit Amazon Fresh. Von daher, die Kinosache überrascht mich jetzt nicht wirklich, aber erwartet hat sie auch gerade keiner. Und dann gehen wir doch mal gleich direkt zum Konkurrenten von Amazon Prime Video, und zwar zu Netflix. Netflix, die testen ja auch ab und zu neue Features und anscheinend ist es wieder soweit. Einige Nutzer in einigen Ländern können oder müssen ein neues Feature derzeit ertragen bzw. testen, und zwar Werbung für andere Serien zwischen den Episoden einer Serie, die man gerade guckt. Also wie viele auf Netflix, so gucke ich ja auch gern mehrere Episoden einer Serie hintereinander, und dazwischen schiebt jetzt Netflix entsprechend in der Testphase Werbung für andere Serien rein. Ja, das will man, glaube ich, nicht, und das erste Feedback der Nutzer ist da auch nicht so toll. Ja, was auch nicht so toll war, und das hatten wir im letzten großen News-Geek-Talk, also der Mutter, dem Mutter-Podcast vom Daily, drin, das war halt, dass Google ja irgendwie an den Pranger gestellt wurde, weil sie die Google Location History haben, und wenn man die abschaltet, dann trackt er trotzdem weiter. Das ist immer noch so im Prinzip, aber Google hat jetzt auf der Seite Location History entsprechend die Informationen angepasst, was das bedeutet, wenn man das deaktiviert. Und zwar andere Dienste von Google, meinetwegen Google Maps und Google Find My Device, die würden dann trotzdem natürlich weiter tracken, weil sonst würden die natürlich logischerweise auch nicht funktionieren. Und Google meint einfach, sie haben dann wohl das nicht richtig deutlich gemacht, was das bedeutet. Und ja, es ist das Übliche eben, es ist nicht ein Bug, es ist ein Feature. Und wenn ihr euch da reinlesen wollt, haben wir natürlich einen Link in den Shownotes, wo da nochmal drauf eingegangen wird. Ansonsten geht einfach mal auf Google, geht in die Location History oder Ortshistory, ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch heißt, und schaut mal, ob ihr es anhabt, ob ihr das wollt oder auch nicht und was Google euch mitteilt, wo ihr noch eure Ortsdaten mit preisgebt. Ja, und letztes Thema für heute. In den letzten 5 Tagen, also sprich letzte Woche zu den normalen Arbeits- und Börsentagen, hat Tesla 8 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren. Das ja, liegt unter anderem natürlich auch an Elon Musk, der mit seinem Tweet in der Woche davor, wir hatten es ja hier im Daily, gesagt hat, er nimmt Tesla von der Börse und er hätte Investoren und man würde dann eben eine private Company werden. Aber es gab ja auch diverse andere Punkte, wo der gute Elon Musk nicht so geglänzt hat in der Außendarstellung. Und mittlerweile wird auch da das Board, also sprich der Aufsichtsrat in Deutschland, also der deutsche Begriff ist Aufsichtsrat, glaube ich, das Board of Directors in Amerika in der Börsenwelt mit in die Pflicht genommen, dass die hätten
den guten Elon Musk halt schon früher einbremsen sollen. Und ja, das wirkt sich jetzt entsprechend auf den Kurs aus. Erst ist er ja kurz hochgegangen und dann geht es erstmal bergab. Schauen wir mal, was diese Woche so passiert. Aber ja, stürmische Zeiten im Hause Tesla, sag ich mal. Ansonsten, das war's. Ich bin gerade in Berlin, also der Geektalk Daily kommt zumindest heute und morgen noch aus Berlin. Und in der Woche drauf sind wir ja bei der IFA. Der Martin hat ja letzte Woche schon drin gehabt. Wenn ihr Bock habt, ihr könnt uns verfolgen auf allen möglichen Kanälen. Und wir werden natürlich auch den Daily ein paar Tage von der IFA zu zweit vielleicht sogar machen. Und dann habt ihr alle Informationen, was hier in Berlin passiert. Ansonsten habt einen schönen Start in die Woche und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.